Tja, das kann ich wohl besser. Ja, Junge! Hey, kein Durchgang hier, ja? Wir befinden uns hier gerade in einem wundervollen Projekt, in dem wir gleich mal eine kleine Challenge drehen werden, und zwar in der Straßenliga-Base von Lukas. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz, was hier so abgeht. Man kann hier nämlich verschiedenste Plätze benutzen. Es gibt ein Restaurant, Akani ist auch da draußen, der raucht kurz eine. Boah, mach mal einen aktiven Freund. Mo ist auch mit dabei und Max. Freunde, das geht ab. Cool, ey. Ja, wir sind cool. Das sind die beiden Mitspieler, wo wir später mitspielen. Und wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz, was hier so los ist. Also hier, da gibt's Essen. Gefällt mir. Gutes Essen, Burger, Bowls und sowas, ne? Gefällt mir, muss ich sagen. Habt ihr mich erwischt? Hier vorne links, da darf ich leider nicht rein. Da ist nämlich der Togo Club. Und ich habe damals mit 11 im Fernsehen, als ich beim Togo... Kann ich jetzt nicht sagen, was da gewesen ist, aber da ist was passiert. Hä, was? Wir haben hier ganz klar richtig schöne Toiletten. Das riecht so geil, ne? Ja. Das ist ganz seltsam, wenn man sagt, es riecht so geil, wenn man auf dem Klo geht. Alles auf jeden Fall komplett neu. Ich glaube, die haben erst seit 2 Wochen hier auf. Es ist so quasi in dieser alten Lagerhalle nochmal Räume geschaffen. Also halt so aus alten Schiffscontainern und so. Richtig, richtig cool. Sehr viel Sichtbeton und sowas. Da wurden ja Bananen von Kolumbien hierher geholt, ne? Mit den Containern. Nein, wurden nicht. Das hat niemand jemals gesagt. Und du weißt niemals, was in diesen Containern drin gewesen ist, okay? Und hier vorne ein kleines Arcade-Center. Auch ziemlich nice. Air-Hockey-Tisch, ganz, ganz wichtig. Hier links, kleiner Shop von Straßenkicker, weil ihr die Sachen kennt. Lukas hat ja auch seine eigene Brand quasi. Im besten Falle gewinnt man vorne ein Spiel und dann kann man sich dann hier noch ein T-Shirt kaufen. Aha! Nee, auch sehr schön, extrem cool. Es ist halt riesig, ne? Es ist halt einfach richtig, richtig krass. Yeah. Das ist halt das Ding, man denkt so, hä, okay, wo sind jetzt die Plätze? Und ich finde das halt so geil, deshalb filme ich das jetzt auch, weil ich es halt von der Architektur so geisteskrank nice finde. Mit diesem ganzen Beton, dieses Industrial und alt und neu und so. Ja. Hausmeister hier, wer sind Sie? Das ist meine Immobilie hier. Okay, ja, alles klar. Hat Ihnen irgendwas gefallen? Schauen Sie sich um bitte, ja, und ja. Ich habe alle Schlüssel parat, alle Größen und genau. Hausmeister Krause. Hausmeister Krause, der Name. Mit Mac. Ist überall der Hausmeister drauf, nur auf den Bildern. Krass. Ja, auch hier wieder eher die sportliche Kollektion an der Stelle. Da habe ich auch ein riesiges Paket von bekommen im Urlaub. Und jetzt eigentlich mal ganz kurz rübergehen und euch mal die Plätze angucken. Ich war eben richtig baff. Vielleicht will der Hausmeister kurz die Plätze zeigen. Ja, gerne. Ich habe mal die Schlüssel hier bei mir und gerne. Hallo Akani. Das ist mein Butler hier. Das ist der Giovanni. Giovanni, der Butler. Ich finde das richtig nice. Wir haben hier vorne extra ein Hundekäfig. Die Hundekämpfe. Wir finden dann immer die Fußballspiele statt, ne? Der Hunde, die Hunde-Weltmeisterschaft. Der ist für euch, das ist vom Hausmeister, hier immer. Schau doch mal, die liegt doch da! Oh, Alter! Ja, Mann! Das war doch der Trick! Ja! Hier auf jeden Fall die ganzen Plätze. Komm nicht rein, soll da auftitschen und stehen bleiben. Mann, hat aber irgendwie sauer. Das ist der Hausmeister. Du musst mal hier rein kurz hier. Hast du gesehen? Ja, haben wir gesehen. Ja. War gut. Wie viele Plätze sind es insgesamt? Locker zwei. Jetzt, 6 Plätze. Und hier der Käfig. Der Käfig. Auch Prison Break. Die sind alle identisch, die Plätze, ne? Ne, der ist der größte hier, ne? Der ist der größte und die zwei da hinten. Die sind derselben Größe. Ja. Der hier, der da hinten, krass. Sind etwas kleiner. Krass, und krass, wir haben noch zwei mit einem anderen Fußbodenbelag. Aber tut alles gleich weh, wenn man hinfällt. Alles gleich weh. Ey, wir werden uns gleich noch 1-gegen-1 Fußball-Challenge liefern. Das habe ich den Leuten versprochen und ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall noch komplett rasieren. Oder du hast ja gesehen, wie ich an Natalia gespielt habe. Ja, klar, darum. Die haben mich unter Vertrag genommen, glaube ich. Genau, jetzt bin ich ja wieder in Deutschland. Das 2030 hat ja auch, genau, ich bin ja gerade ausgeliehen hier an FC. Schon relativ schnell halt hat's. Naja. Ne, hier oben sind noch Büros, auch ganz krass. Ich finde das richtig geil mit dem Container, ne? Und dem Beton und so. Das ist richtig, richtig cool. Schöne hohe Decken, ne? Hier war eine alte Lagerhalle oder was weiß ich was. Krass. Hier ist halt für Behinderte, Rollstuhlfahrer. Ach, krass. Die kommen dann von da rein, hier. Richtig, richtig gut. Dann können sie halt ein bisschen zocken. Für Rollstuhlbasketball und Fußball halt, ne? Genau. Ja. Das ist krass. Die Tür ist natürlich auch breit genug, die passen halt genau rein und so, ne? Sandra kommt auch durch, oder? Weiß ich nicht, ob Sandra da durchkommen muss. Also durch die auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, deshalb ist ja hier die... Ja, ich meine die da hinten. Ach so. Haben wir extra umbauen lassen. Ja, die... Oh, da brennt's. Geil. Eigentlich müsste man hier mal so ein YouTuber-Fußballer-Turnier, Charity-Turnier, oder? Können wir im Winter gerne spielen. Ja, gerne mal. Also ich bin da Trainer, ich spiele nicht mit. Ich habe ja auch gerade hier License Ceremony, habe ich ja, ne? Aber sonst natürlich gerne. Cool, wirklich. Ey, check das mal. Ich finde sowas halt immer so geil, wenn das so übertrieben industrial aussieht und so. Sowas würde ich gerne als Wohnzimmer haben. Genau das. Da steht jetzt das Essen. Manuel Neuer Sicht einfach. Sehr, 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 sehr fett. Umkleiden gibt es auch mit Duschen, ne? Umkleiden jetzt auch. Sind da diese Löcher drin, wo man reingucken kann bei den Duschen? Ja, wie bei Eich und Stiel damals. Kennst du das? Ah, ja, genau. Ist halt wichtig. Das war so ein Sonderwunsch, den der Geier hatte da. Genau. Der wollte halt da... weiß ich nicht, was der damit machen will. Boah, das ist riesig hier. Wahnsinn, ey. Wie viele Quadratmeter sind das? Weißt du das? 5.100 insgesamt. Fast so groß wie meine Wohnung, ne? Ja. Gehen wir mal weiter. Hier links ist nämlich auch nochmal eine kleine Private Area, die man normalerweise gar nicht sehen rechts. Kann. Du hast recht, das ist rechts. Hier ist Glory Hole. Oh, nice. Ach ja.
Hier sind aber nur Männer. Nee, hier ist Private Area, so ein bisschen, wenn Kindergeburtstage oder wenn wir mal zocken. Ja. Oder wenn Freunde kommen. Bisschen abgetrennt von allem. Bisschen Chill-Out, Fernsehen gucken, hinten Fußball halt spielen und hinten ein bisschen Power. Power Klimmzüge machen. Ja. So, jetzt komm, einmal battle, okay? Boah, das war's, ne? Ja, Junge! Fünf Stück! Sehr gut, wir müssen mal spielen. Antalya-Sportrennen, ich hab's so abgehärtet, ey, Wahnsinn. Sollen wir einmal Wettkampf dann machen, nur an beiden Seiten? 3, 2, 1. Nein! Okay, einmal Kopfball, Mo. Nein. Komm, einmal Kopfball. 1, 2, 3. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Kleine Roomtour von dem Ganzen hier. Ah, da kommt doch schon die Servicekraft. Genau. Ey, die Mitarbeiter sind so unfreundlich. Ich hab mir gesagt, fick dich. Italiener, Giovanni. Ah. Giovanni, bist du nicht auch der Architekt aus Antalya? Ja, ich bin überall Architekt. Dann würde ich sagen, spielen wir eine kurze Runde Fußball. Kann ich mal kurz zeigen, was ich drauf habe, ne? Akani gegen Poldi. Das ist krass, weil genauso reagiere ich auch, wenn mich jemand ausdribbelt. Bell ich auch nur rum und fange an. Egal, wir machen Konflikten schießen, okay? Tja, das kann ich wohl besser. Ja, Junge! Wenn es drauf ankommt, ist der Außenmeister zur Stelle. Verstehst du? So, Sebastian, Junge, Druck! Lass es meiern, Junge! Lass es meiern! Ja. Der war stark, der war gut. Ja! Naja, war schlecht, war schlecht. Boah, Digga, auch stark. Wollen wir mal einen Tor? Ich wollte mal sagen, es gibt einen klaren Gewinner, ne? Ja, Junge! Okay, Max ist Tor, wir müssen vorschießen. Wow! Akani! Mach mal Sitz! Ja, der ist mitgeflogen. Wow! Oh, Digga, was eine Bombe, Alter! Bist du bescheuert? Sagt er! Ach, warum bin ich bei Lattenschießen? Ach, wir waren gar nicht Lattenschießen! Jetzt mach ich den richtigen, okay? Wenn du jetzt nicht triffst, krieg ich eine Gehaltserhöhung. Ah, da gut! Ich hab ja getroffen, aber. Ich komm rüber zum Basketball. Jetzt spielen wir rüber zum Basketball, komm, scheiße. Fußball war ich nicht gut, aber Basketball war ich sehr stark. Sehr stark. Schatz hier, wenn du triffst, dann guckst du hier vorne. Ich an, ne? Auf geht's, komm. Ich kann eine Linie weiter, der nächste. Wenn der jetzt nicht trifft, bleibt er an der Linie, ne? Ja, genau. Ich wollte bisschen, also, ne? Bisschen spannend machen auch. Ja, Remi, Junge! Ging ja darum, den Korb zu berühren, oder? Nein! Bisschen Tempo! Nein! Nein! Nein, besser, Alter! Nein! Komm! Hey! Deutsche der Bronx! Boah, der Max hier mit den langen Armen und dem fetten Schwanz, Alter! Gedeckt. Ja, klar. Ja,
Was war das denn? War gut. Ey, ich kann nicht mehr gerade werfen. Das Runde muss. Achso! Da reicht jetzt auch. Komm, rot verloren, ist egal. Leute, ich glaube, damit habe ich alle Punkte wieder aufgeholt vom Fußball. An der Stelle dann hier nochmal der Endpunktestand. Es ist krass, wie ich hier nochmal aufgeholt habe, muss ich ehrlich sagen. Nee, war gut. War stark von mir gespielt. Doch noch hier am Ende gewonnen. Wenn ihr mal Bock habt, zu weiterchecken. Adresse, Link und alles in der Videobeschreibung. Ich denke mal, ich werde auch das eine oder andere Mal hier sein. Ihr wisst ja, Basketball, Fußball ist mein Leben. Ne? Auf deinen Kanalinhalt eigentlich immer. Checkt auf jeden Fall bei Lukas aus, bei Max, bei Mo. Und checkt auf jeden Fall gerne die Straßenkicker-Base aus. Und wir fahren jetzt in die Eisdiele noch was drehen.